bringt. Steht glückbringende Schleife dran. Und was jawohl. Und dann haben wir für nächstes Jahr im Herbst nämlich schon einen guten Stack an Samen, den wir nicht bezahlt haben. Du hast wohl in einem anderen Bett geschlafen, oder? Ja, ich habe in einem anderen Bett geschlafen, weil in meinem Jahr schon jemand lag. Ja, tut mir leid. Benni, nimm mal deine Axt. Moment, ich muss hier mal kurz Sachen hier rauslegen. Erklärt, wie man Tortillas macht. Achso, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, genau. Das ist auch sowas, was ich. Weißt du, Yumi, kennst du das? Willst du mal mitkommen? Was ich gerade entdeckt habe? Ja, ich komme mal mit. Wir müssen erstmal nach unten. Guten Appetit. Bin auf dem Weg. Nehmt mich mit! Einfach nach unten, Benni, erstmal. Wir treffen uns dort. Also wirklich nach unten, ne? Ah, ich hab den Verdacht, das hat Lumi letztens schon gezeigt. Ich wollte auch gerade sagen, ich hab den Verdacht, dass ich das Ben schon gezeigt habe, wo du hin willst. Nach links? Ja. Okay. Ganz nach links. Ja, dann kennt ihr das schon. Ja, aber Ben kann weitergehen, da kann er nicht mehr ernten. Mondsatz. Eine Sammlervogelscheuche und einen Heiratsring. Leute, Ben, holst du jetzt da Hartholz oder willst du mir die Axt geben? Oh, hier gibt's einen Kirschensetzling. Ich glaube, ist der billiger oder teurer? Okay, wie viel? 3.400. Macht doch, was ihr wollt. Ja, ist billiger. 4.000 kostet, glaube ich. Ich bin mir halt gar nicht sicher, ob das ein 2.000er war. Wir könnten ja notfalls noch schnell in den Job gehen. Kann man mal nachgucken? Während ich hier nach links gehe und da angel, weil wie jemand gerade aufgetragen wurde. Ich glaube sogar, wir haben die schon, ne? Ich hatte den mal geholt. War mehr Kirschen. Könnten wir die Bäume vielleicht auch irgendwo anbauen, wo wir nah rankommen und sie sehen? Ja, ich würde die vor allen Dingen einzäunen, damit du nie aus Versehen mal ihn abholzt. Einen haben wir eingezäunt. Ja, zwangsläufig. Wir können die nicht aus Versehen abholzen. Ich glaube, das geht nicht. Hä? Wie viel die Schleime aushalten? Holy shit. Hm, das ist halt einfach immer noch das alte Dreckschwert, oder? Nee, ich hab immer noch das Obsidian-Schwert, genauso wie ihr. Genauso wie ihr. Ja, also lass die Bäume doch bitte mal irgendwie so, keine Ahnung, unterhalb unserer angebauten Sachen irgendwie in der Reihe pflanzen oder irgendwie sowas, dass wir sie halt nicht aus den Augen verlieren und dann auch in der Reihe abernten können einfach. Oder wir warten, bis wir das Gewächshaus haben. Willst du die Bäume ins Gewächshaus bauen? Ja. Das ist völlig unnötig. Nö. Die wachsen doch auch so draußen, oder? Ja, dazu müsstet ihr euch mal Digi angucken. So, also, wie viel kostet... Was wolltet ihr jetzt, Kirsche? Ja. 3.400. Im normalen Laden gibt es kein 3.400. Im normalen Laden gibt es einen Kirschensetzling für 3.400. Dann kostet der dort genauso wenig wie bei dem anderen. Genauso viel, meinst du? Ja, oder genauso viel. So, dann kaufe ich jetzt noch ein bisschen Kürbis. Saatgut, mach mal. Also bei dem Special-Tümpel kann man nicht gut angeln, da gibt es nur Shit. Da gibt es aber auch irgendwelche Sachen, die es nicht in den anderen Sachen gibt. Wo habt ihr eigentlich die ganzen Bomben hingetan? Zu unseren tragbaren Sachen wie Schwerter und sowas. Also zur Ausrüstung. Genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Erstmal hier alles neu sortieren. Alles unsortiert hier. Also entweder finde ich dort nur Karpfen oder sogar nur Müll. Als Bestes habe ich noch nie gefunden. Ich habe übrigens noch Blumenkohlsaat reingetan, aber ich wusste nicht, wo ich Saatgut hinhauen soll. Okay. Ach shit, wir brauchen noch Dünger. Ich habe einen Waldspringer gefunden. Ich habe noch Dünger... Hat mir nicht Dünger gebaut? Also normalen Dünger können wir machen. Haben wir überhaupt noch Sachen für normalen Dünger? Ich habe vorhin letzten Tag, also gestern, was abgebaut. Okay, im Moment. Da müsste zumindest ein bisschen was sein. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Ich guck gleich mal, ich gebe jetzt erstmal noch meine Geoden hier ab. Also ich habe gerade einen Waldspringer gefunden, falls du den meinst als besonderen Fisch. Das kann sein. Ach, schön. Zwergenschriftrolle Stufe 3 könnt ihr vertüdeln. Könnt ihr weghauen. Ja. Was macht Harz bei den Erzen? Das ist eine gute Frage, was der Harz ist. Das habe ich eventuell falsch gemacht gerade. Kann auch sein, dass ich es gerade verpeilt habe irgendwie. Ihr habt das alle falsch gemacht.
Du bist halt der einzige gute, wahre Stadio-Spieler bei uns. Ärzte sammeln wir und Truhenverwalter und was weiß ich nicht. Nee, Truhenverwalter musst du dir mit Lumi definitiv teilen. Ja, nee, ja, doch, stimmt. Nee, 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Kann ich dich mehr verwandeln? Nee, das war immer das Gleiche. Vermasselt ganz schön viel. Trotzdem noch weiteres Harz. Ich gucke jetzt mal kurz wegen den Iridium-Sprinklern. Entweder du fällst Bäume. Iridium-Sprinkler? Ja, die kann ich doch jetzt herstellen. Goldbahn, Iridiumbahn. Ach, und dafür brauche ich die Batterie. Ja. Wer wässert jeden Morgen 24 Felder um sich herum? Ja. Okay, dann bauen wir jetzt keine Qualitätssprinkler mehr. Und suchen da. Naja, du brauchst erstmal Haufen Iridium. Und du nicht so schnell. Und wir brauchen Batterien. Oh, die dauern. Oder du gehst ab und zu runter. Also du musst dir die Tage merken, wann der Schweinezirkus kommt. Der verkauft auch manchmal Batterien. Da kommt man ein bisschen leichter ran. Ach fuck, okay. Was will ich denn jetzt hier? Erstmal das aber Ganze. Wir brauchen noch keinen Dünger. Also früher oder später brauchen wir welchen. Aber und Ben, du könntest so einen Samengenerator mal herstellen. Was brauche ich denn für den? Das wäre voll cool. Ich den jetzt mal wiederfinden. Ölpresse, Recyclingmaschine, Webstuhl, hier Saatgutgenerator, Holz, Kohle, Goldbahn. Ich glaube, was haben wir noch? Oh ja, dann mach doch gleich ein paar davon. Das wäre so toll. Was kriege ich denn dafür, wenn ich das mache? Ein Pussy. Will ich nicht. Ich hätte gesagt, ein Bienchen. Ein Bienchen habe ich nicht. Ich habe noch einen Brief. Wer sollte sowas? Komm beim Laden vorbei und schau dir die neue Angeln an, die ich zu verkaufe. Achso, ich könnte bei Willi eine neue Angel kaufen. Sie sind die besten, die man mit Geld kaufen kann. Du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald. Hast du Samengenerator gebaut? Nein. Hey, ich dachte, es wäre ganz lustig, dir einen Brief zu schicken. Ich weiß nur nicht wirklich, was ich schreiben soll. Hier ein kleiner Leckerbissen für dich. Sag's niemanden, aber ich habe das vor Ewigkeiten aus dem Hinterzimmer des Joja-Markt mitgehen lassen. Okay, man sieht sich, Shane. Vor Ewigkeit und er schickt mir Paprika-Popper. Schön. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Du so. Willst das, Benny, du willst das. Das und Holz. Wenn mich nicht irre. Wie viel soll ich denn bauen? 5. Bau doch 4, ist eine gerade Zahl. Vor allem. Was hast du denn gegen ungerade Zahlen? Ja, wir haben 5 Öfen. Die stehen total scheiße neben Haus. Der war hier immer der, der gesagt hat, hier, das muss alles schön und hübsch sein, mit den Wegen vor allen Dingen. Moment, die Wege wollte ich, aber nicht den Rest. So, wo hast du den Samengenerator jetzt hin? Ich habe noch keinen hingestellt. Dann gehe ich jetzt erstmal ins Gemeindehaus. Bin gerade am Hinstellen. Kann ja auch einen rauswerfen, wenn du einen haben willst. Ja. Ja. Gib mir. Dankeschön. Ich gebe dir gleich. Also, ich stelle jetzt einen bei mir ins Haus, ja? Weil da ist ja Platz. Du stellst jetzt einen Samengenerator bei dir ins Haus? Einen auf jeden Fall, ja. Wo soll ich denn die anderen drei hinstellen? Irgendwo hin, wo jeder einfach drankommen kann. So. Aber hier ist alles so voll. Wir können da auch mal einen Weg bauen oder ein Dingens, wo die ganzen Anlagen hinkommen. Ja. Kommt dann eh noch viel mehr Anlagen. So. Alter, aus jedem Stein einfach mal 4 Magma-Geoden rausgeholt. Nice. Läuft. Senfkohlsaat. Mhm. Ja, guck mal, dann kannst du die Senfkohlsaat kannst du schon direkt wieder rausschmeißen. Du meinst anbauen? Jo. Ausschmeißen klang für mich irgendwie falsch. Aufs Feld schmeißen, rausschmeißen, rausschmeißen aufs Feld. Schmeißt dich gleich raus. Du weißt doch, ob das falsch ist. Ups. Ich hab Stoff gekriegt aus dem Angelmüll. Das ist ja mega nice. So, warte mal, wo war denn? Wir müssen auch dringend noch einen Apfelbaum anbauen, gell? War die nicht schon?
Den brauchen wir auch für irgendwas. Alter. Dauert das lange, ey. Sag mal, Iridium hast du ganz unten gefunden in der Mine oder wo warst du da? Hab ich aus irgendeiner Geode von euch rausgepresst. Ah, okay. So. Keine Ahnung, wo das war. Och, wie jetzt 10. Das müssen 10 Weizen von einer Güte sein, damit ich die alle abgeben kann. Ich kann die nicht. Ja. Och, das sollte ich doch. Von der Goldgüte müssen die sein. Nee, müssen sie nicht. Es ist normal, steht da, aber. Ja, logisch, ne? Ach, bla. Voll umsonst hierher gelatscht. Das Spiel kann mich mal. Liebhaben? Schon mal gespielt. Ja, liebhaben. Ich hab voll die kalten Füße. Ich dachte, du hast das Spiel schon mal gespielt. Ja, aber ich weiß noch nicht, es ist schon lange her. Da stehen auch Sternchen bei und wenn keine Sternchen stehen, ist es von der normalen Güte. Ich dachte, dann ist es egal. Nee. Eigentlich musst du nur 10 mal gleich haben, oder? Ja, immer halt gleich. Wie bei Mama. Wir haben übrigens sogar schon Batteriedingens, aber. Dann denkt bitte dran, dass wir Weizen nicht wegschmeißen, weil das brauchen wir noch. Ich würde sowieso nie drauf kommen, Weizen wegzuschmeißen. Ah, hier ist der Weizen. Halt. Wir haben doch hier noch. Und wir haben den Weizen gar nicht zusammengesammelt, ne? Du hast ihn jetzt hier oben rausgenommen, oder? Ich hab ihn jetzt da oben hin, ja. Ah, hier war noch Weizen. Hier ist noch 5-mal normaler, wir haben 10 normale. Warum sind die Sachen. Hä? Warte mal, das war die Herbsttruhe vorher. Wo du gerade dran stehst. Da sind aber Sommersachen drin. Sommertruhe, den mein ich natürlich. Warum ist Weizen in der Sommertruhe? Weil wir im Sommer schon Weizen angebaut haben. Ernsthaft? Ja, yep, das ist auch was, was in beiden geht. Oh, cool. Die Samengeneratoren stehen jetzt rechts, ne? Von unserem oben rechts. Dann machen wir schon mal gleich. Die Sperma schleudern. So. Also pass auf, wir haben eine neue Regel. Schon wieder? Ja, wir. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. Ich versuch's doch nicht. Mit den Idioten also, versuch ich's gar nicht erst. Nein. Das hab ich so nie gemeint. Das hab ich so auch nie gesagt. Wir hatten hier Peperoni hingeschmissen auf den Boden. Was? Wer? Was? Da hat jemand 7 Peperoni auf den Boden geschmissen. Das kann ich absichtlich bin, dann war ich's und es war nicht absichtlich. Also ich kann es nie gewesen sein, ich war in der Meme. Bup, 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 bup. Gib mal deinen Müll her, wenn du den schon die ganze Zeit rumträgst, also unten bin ich wieder fertig. Bin schon auf dem Weg. So. Du hast mich aus der Konzentration gerissen. Ach siehst du, ich sollte ja eigentlich nur das Zeug verkaufen und gucken, ne? Was soll ich denn genau gucken? Jetzt ist zu spät, wir haben 23 Uhr. Ach Quatsch. Was immer du gucken wolltest. Und du wolltest was gucken. Also dass immer ich gucken wolltest. Habt ihr schon unsere Kühe gestreichelt heute? Nein. Ich hab sie glaube ich noch nie gestreichelt. Ach, schlafen jetzt auch schon. Nie. Wie kannst du jetzt nicht mehr streicheln? Da kann ich nicht mehr streicheln. Ach nee, verdammt. Ach Benni. Ihr seid doof. Warum schlafen denn Kühe um die Uhrzeit schon? Hör doch mal auf mich. Die ich will mit den Kühen knuddeln gehen. Gute Nacht. Oh, wir haben überhaupt nicht mehr viel Kohle. Die Kühe sind lieber als ihr, ja. Wir haben überhaupt nicht mehr viel Kohle. Wir müssen auch wieder an die Mine, um Kohle zu holen. Ach so. Ja, weil der Kohleofen wurde nämlich vernichtet von Lumi. Warum das? Das stimmt überhaupt nicht. Aber natürlich stimmt das. Du hast den einfach hingeschmissen und hast gesagt, ja, dann ist er halt. Du hast ihn vor meinen Eingang gebaut. Ich hatte keine Zeit mehr und ein volles Inventar und hab gesagt, den Ofen kann ich nicht mehr aufnehmen. Bin schlafen gegangen und da hast du gesagt, oh, jetzt ist er weg. Na, hättest du doch was gesagt. Moment mal, du hast ihn so schnell hingeschmissen und bist schlafen gegangen, dass ich keine Möglichkeit hatte, mehr aufzustehen und ihn zu holen. Sonst hätte ich ihn nämlich geholt. Ich muss ja, durch mein großes Haus laufen, ja? Du hast ja wohl noch Zeit gehabt, deinen Schlafen abzubrechen. Du hast doch nicht geschalten. Ins Bett. Das gucke ich nochmal nach. Ich brauche 5 Sekunden, bis ich in meinen Eingang rein bin und dann zum Bett komme. Das gucke ich mir nochmal an. Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier alles aufzeichnen. Das anders in Erinnerung. Ich habe es heute übrigens gerade geschnitten, deswegen weiß ich das. Ja. Du weißt deine Version der Sache. Ich muss gucken, wo ich gelegen bin, ja. Ofer bei Stufe 7. Du musst gucken, wie viel Ping dein Gehirn hatte, meinst du? Den Geisterkristall, den hätten wir vielleicht aufheben können. Das war nämlich der erste, den wir gefunden haben.
Und ja, da haben wir, glaube ich, auch nicht so viel in Aquamarinen. Von dem lieber Felix. Doch nur eins. Aber wir haben davon nichts, meiner Meinung nach. Ja, eins, um es abzugeben, mehr brauchst du nicht. Oh, aber zum Verschenken oder so, wenn irgendjemand sowas haben will, mal. Oh, Tomaten. Nee, Quatsch. Dings, Preiselbeeren. Wenn du ein Bauer in einer Kleinstadt bist, kann es gut sein, dass du zu einer Bauernhofschau eingeladen wirst. Dafür brauchst du gewöhnlich eine Auslage von 9 Gegenständen, die dein Talent am besten repräsentieren. Achte auf die hohe Qualität, hohen Wert und Vielseitigkeit. Fische, Mineralien, Handwerker, Früchte und Gemüse machen sich dabei sehr gut. So. Es wird wolkig mit Windböen. Ich würde Mais jetzt nicht mehr anpflanzen, weil wir von dem nicht mehr so viel haben, sondern den Maissamen aufheben für nächstes Jahr. Gut, dass ich das gerade angepflanzt habe vorhin, bevor der Tag zu Ende war. War ja nur ein Vorschlag gerade. Ist ja, mir okay. Gerade so gekommen. Was denkt ihr denn dazu? Ihr könnt ja auch widersprechen. Ich finde, wir sollten das bis zum Ende anpflanzen, damit wir keine Saat mehr haben. Ach doch, wir haben Jade noch. Aber den Geisterkristall haben wir trotzdem nicht. Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich wünsche euch gerne. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen, Linus? Brombeeren. Linus sucht also einen Brombeerkorb. Brombeeren. Ich liebe das einfach, wenn es kostenlosen Kram gibt. Wo? Da oben, daraus kann ich was machen. Überall gibt's Brombeeren. Kann ich aus der Gewürzbeere Wein oder sowas machen? Ups. Ja, natürlich. Du kannst auch aus der Brombeere Wein machen. Können die Pastinaken verwursten. Brombeere haben wir hier sogar noch eine. Ich habe auch schon welche abgesammelt hier und unten. Und eine Wildpflaume haben wir auch und einen gewöhnlichen Pilz. Das auch. Ach verdammt, wir haben gleich was vergessen. Ich hoffe, man kann es noch ernten. Bitte, 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 bitte. Oder habt ihr geerntet? Ihr habt geerntet. Hm? Ja, meint. Ich bin die ganze Zeit am Ernten. Auf vorhin war es fertig und ihr habt es geerntet. Alles gut. Übrigens, Lumi, ich habe mir jetzt einen zweiten Account bei Magic gemacht. Wenn ich mal ein bisschen länger spielen will und ich noch dafür belohnt werden will, dann habe ich mir gedacht, mache ich einen zweiten Account. Dann mache ich halt andere. Konzentriere ich mich auf andere Decks da so drauf. Aha. Ja. Du kriegst ja jede Menge neue Sachen, wenn du einen neuen Account hast. Die kriegst du doch. Ich meine, die hast du dann halt schon bei dem alten Account. Na, aber du hast zum Beispiel ja hier diese Wildcards, kriegst du ja einen ganzen Satz voll. Soll ich das hier direkt anbauen, was sicher rauskommt? Wie lange brauchen die denn zum Anbauen? Ja, das lohnt sich. Du hast ja gesagt, sieben du Tage. Anbauen bis zum Schluss. Preiselbeer, sieben, ja. Also 7 Tage ist ja aber noch lange nicht ran, oder? Ja. Und Preiselbeeren kann man doch auch nicht mehrfach ernten, oder bin ich gerade doof? Doch. Von denen habe ich gerade 24 geerntet. Aber 7 Tage müsste ich eigentlich noch lohnen, würde ich sagen. Ja, ich habe auch noch ein paar Samen bekommen dadurch. So, ich habe auch noch ein bisschen Dünger. Ach, und wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass wir hier in der Mitte ja gießen müssen. In welcher Mitte? Ich weiß mal nicht, wo du meinst, wo wir gießen müssen. Komm doch mal zu mir. Ich bin auf dem Weg. Die stehen doch überall. Rechts. Ach so, da. Ja. Die Maissamen sind schon wieder fertig. Oh, und hier unten ist auch eine einzelne Sonnenblume, die nicht bedeckt wird. Ach so, die da. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Die da. Was ist die da in der Ecke steht? Das ist halt wirklich. So. Wo haben wir jetzt eine Saatguttruhe? Ach, da rechts. Haben wir jetzt eigentlich noch Material für weitere Qualitätssprinkler? In der Theorie glaube ich schon. Aber ja, ich dachte, ihr habt das jetzt. Doch, mein Schwert weggeschmissen, das wollte ich gar nicht.
24 Felder müssen wir dann im nächsten Jahr, müssen wir dann immer 6 Felder nach unten bauen. Geht bis das dann mal Kühlknuddeln? Kommt. Und Felix? Schön, ich werde erstmal kurz für die Zeit, wo ich jetzt noch am Herd stehe, auf dem Game gehen, sonst halte ich euch ja nicht. Ich bin gleich wieder da. Ja. Aber fressen tun sie nichts. Warum fressen unsere Kühe nichts? Hast du denn was hingelegt? Ja, da liegt was draußen. Waren sie draußen? Jetzt sind wir. Achso, ja, stimmt, die waren jetzt immer draußen. Und noch haben sie Gras gefuttert. Noch haben sie Gras, ja. Haben frisches Gras gefuttert, okay. So, ich muss jetzt mal. Ich blicke hier gar nicht mehr durch, was ich eigentlich habe und was ich loswerden muss. So, haben wir schon Mais eingelagert. Mais haben wir schon. Finde Linus Bärenkorb. 6 Goldene ist unnötig. Dann tu's weg. Das ist zu viel, das ist zu wenig, dachte ich mir wahrscheinlich. Ja, ist ja nicht schlimm. Hast du ja auch recht. Widerspreche ich gar nicht. Ich hole mir jetzt Weintrauben, Brombeeren, um daraus Brombeerwein zu machen. Macht es. Nochmal kurz an den. Oh, hier ist noch ein Auftrag. Hallo, Mr. Bürgermeister. Ein paar Leute in der Stadt sind sehr vorsichtig gegenüber Fremden. Du wirst dir Vertrauen gewinnen müssen, bevor sie sich dir öffnen. Hier, wie wär's mit einer Weintraube? Backt ein bisschen bei mir. Ich hätte gern Rubin auf meinen Regal stellen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. George, 750 Gold, wenn ich George einen Rubin bringe. Haben wir bestimmt. Hammer. Rubin weiß ich, dass wir das haben. Das ist wirklich ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Ich habe Lea meine Brombeere geschenkt. Und darüber freut sie sich? Ja. Also zumindest ist es nicht negativ auf jeden Fall. Wahrscheinlich nur eine leichte Folge. Soll ich noch was kaufen? An Saatgut? Oder jetzt nicht mehr, weil wir es alles selber machen? Ich glaube, wir machen jetzt selber. Na gut. Das wird dann nur für die neuen Jahrzeiten irgendwie wichtig. Wer ist denn George eigentlich? Gutes Wetter für ein Picknick, nicht? Danke! Also ich denke, Brombeeren kannst du ganz gut verschenken. So gut zu wissen. Das ist so ein nettes Geschenk, danke dir! Ich habe ja auch noch was geschenkt. Oh. Und dann bin ich Brombeeren ins Wasser gefallen. Wenn du noch Energie und Bock hast, kannst du noch ein paar Bäume fällen. Aktuell gerade mal am Strand, weil ich mal gucken wollte, wie viel die Dingens kosten. Die bessere Angelroute. Ah ja. Das ist auch noch nicht die Iridium, ne? Weiß ich nicht. Gucken. Noch ist er da. Ach Quatsch, ich kann ja keinen. Da kann ich einen Dreher und sowas anbauen. Fallenfischköder. Fische entkommen langsamer, wenn du sie nicht einkurbelst. Achso. Bleifischköder. Bambusstange, Fiebergas. Doch, Iridiumangel, 7500. Füge Gewicht zur Fischleiste hinzu und verhindert damit, dass sie am Grund herumspringt. Aha. Die Form bringt ihn dazu, sich im Wasser zu drehen, erhöht die Freiheitsrate von Fischen etwas. Interesting. Ich will keinen Hopfen essen. Rüppelgeier habe ich schon Sachen geschenkt. Möchtest du eigentlich eine Truhe haben mit. Cool. Was? Mit Sachen, die wir noch bearbeiten? Was meinst du mit bearbeiten? Na, so Sachen wie Hopfen zum Beispiel, dass du immer genug hast, um Bier zu brauen oder irgendwie sowas. Ja, wenn wir das machen wollen, dann sollten wir es einrichten. Also ich persönlich fände es nicht schlecht, aber das war jetzt eine Frage. Können wir schon machen. Finde ich auch nicht gut, nicht schlecht. Okay. Finde ich auch nicht gut, was soll denn das? Suche diesen. Ach, davon haben wir alles noch gar nichts. Warum habe ich denn das dann alles schon verkauft? Wovon haben wir alles noch gar nichts? Ach, von ganz viel Zeug. Aus dem Herbst, wo ich jetzt alles schon weggehauen habe, weil ich dachte, doch, das haben wir ja eh zu Genüge. Wird's nicht zu schlau. Wir können doch gar nicht so viel haben, wir sind doch erst 8 Tage dabei. Ja, kann doch gar nicht alles angebaut und fertig gereift sein. Ja. Ach Mensch, einmal mit Profis arbeiten. Das sagst du ständig. Ja, ich habe auch ständig einen Grund dafür. Bla bla. So. Ich bin mir mädig, damit ich dir sagen kann, was du alles falsch machst. Was?
Lass mal Magic streamen, damit ich dir sagen kann, was du falsch machst. Was soll denn das jetzt wieder? Du weißt noch gar nicht, ob ich gut bin oder ob ich schlecht bin. Ja, ich habe da eine Annahme. Die muss ich bestätigen. Das ist so schön, mit Menschen zu reden, von denen man weiß, wie viel sie von einem halten. Das ist doch nur Spaß. Ja, ja, ja. Dann will ich halt überrascht sein, wie gut du bist. Besser? Das ist genauso scheiße. Es geht mir ja darum, dass du nicht viel von meinen Fähigkeiten hältst und nicht darum, ob ich gut bin oder nicht. Ich weiß nämlich, ob ich gut bin oder nicht. Bist du gut? Aber nein, aber trotzdem ist es egal. Also ich werde besser. Also jetzt, wo ich die Wildcards auch nutze, am Anfang war ich ein bisschen zu geizig, sie auszugeben. Und dann hast du... Ey, ich hatte letztens, das war so fies, ich war wirklich krass am Gewinnen. Ich hatte ich hatte 10 Kreaturen oder irgendwas draus. Das war so geil. Und dann habe ich gedacht, ich habe dadurch gelernt. Ich habe gedacht, okay, dann greifst du jetzt mit allen anderen, ist er weg, und habe auch gar nicht irgendwie selektiert, ob ich mit weniger angreifen soll oder sowas. Und dann zieht dieser Idiot eine weiße Karte raus mit Zerstöre alle angreifenden Kreaturen. Ja, die habe ich auch. Die ist ziemlich witzig. Also ich habe eine überhaupt nicht witzig. Eine Karte mit sogar ins Exil. Schicke alle angreifenden Kreaturen ins Exil und der kriegt dafür Länder. Geil. Fuck off, habe ich mir gedacht. Da habe ich mich so geärgert, dass ich halt nicht mit denen angegriffen habe, mit denen es notwendig gewesen wäre, sondern mit allen. Aber ich lerne aus meinen Fehlern. Das werde ich nicht mehr machen. Ich werde zukünftig dann nur noch mit denen angreifen, die notwendig sind. Tatsächlich habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, verpennt, wo ich jemanden hätte töten können. Habe nicht mit genug angegriffen. Habe ich auch schon. Ich habe auch schon verpennt. Ich habe auch schon bei Gegnern gesehen, wenn sie es verpennen. Deswegen gebe ich auch selten auf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich genau weiß, dass manche Gegner einfach irgendwie verraffen. Also manche sind... Ja, also wenn kriegst ja schon ein Gefühl, ob die Leute sinnvoll spielen. Auch am Deck merkst du, ob die sich informieren oder nicht. Oder ob die einfach nur vor sich hin da drin, finde ich. Ja. Manche haben einfach extrem coole Decks. Es gibt halt jetzt auch schon so Decks, die besonders stark sind, gerade am Anfang. Und wenn du gegen die halt antrittst, dann merkst du schon, okay, der hat sich wahrscheinlich vorher informiert, was stark ist. Ja, letztes Mal hat mich jemand mit einem Mehrvolk-Deck überrannt. Also gegen die habe ich bis jetzt, glaube ich, fast immer verloren. Also gegen die habe ich, glaube ich, eine Siegrate von 10% oder so. Und letztens hatte auch jemand ein cooles Deck, das auf Bibliotheks. Darf ich mir eine glücksbringende Schleife kaufen? Ja, mach. Mal von mir aus. Yay! Das bringt. Steht glückbringende Schleife dran. Na ja. Jawohl! Ich dachte, die wäre im Hals. Die ist im Haar. Das war doch klar. Ja. Das hätte ich dir sagen können. So, Wie bitte? Nee, was ist mit mir? Nee, ich gehe jetzt gerade zu dem Abenteuer-Shop. Es ist 23 Uhr dazu. Oh, fuck. Ich dachte, er hat erst ab 20 oder 23 das Ding ins Ohr. Nee, der hat so zu meinen Wachzeiten offen. Der fängt irgendwie mittags, nachmittags an und dann aber bis nachts. Nee, eben nicht bis nachts. Bis 23 Uhr. Ja, aber du bist ja wohl länger wach als 23 Uhr. Ja, aber das wäre so die Idealzeit für mich für den Laden von 14 bis 23 Uhr. Weil in dem Zeitraum schaffe ich es, da einkaufen zu gehen. Soll ich dir noch irgendwas zu dem Magic-Ding sagen? Mit dem Mehrvolk. Genau, ich hatte dann einen, der hat sein Deck darauf aufgebaut, auf Bibliotheksbrand. Das war richtig übel. Das ist aber echt schwierig in Magic, weil so viele, du hast ja 60 Karten und nicht bloß 30 oder 40, wie es in Hearthstone ist. Ja, ja, aber es gibt ja auch dann entsprechende Karten für. Und er hatte dann so fiese Karten wie, wenn du eine Karte ziehst, dann zieht dein Gegner zwei und schmeißt sie direkt auf den Friedhof. Fett. Und dann aber natürlich das ganze Deck drauf ausgelegt, dass er irgendwie ziehe fünf Karten oder also kaum Kreaturen und sowas. Und da habe ich dann wirklich, ich glaube, da hatte ich noch, oh mein Gott. Fett. Guck mich mal an. Du siehst aus wie eine grüne Mickey Maus. Ich sag doch, das ist super, die Schleife. Jetzt weißt du, warum ich gerade geschlacht habe über die Schleife. Ja, ich verstehe es, okay. Mickey Maus. Ich habe dann schlussendlich gewonnen mit, ich glaube, noch 10 Karten in der Bibliothek oder so. Ja, aber ich denke trotzdem, dass das bei Magic ein bisschen schwieriger ist, weil wenn du jemandem viele Handkarten gibst... Die mit der Tier 1 oder Gegner vernichtet... Es gibt einen Konter dagegen. Es gibt Karten, die geben dir eine unlimitierte Handgröße. Das ist auch nice. Dann hast du einfach alle dein Deck in der Hand, du kannst spielen, was du willst.